So, hallo. Jetzt haben wir gelernt, was gibt es für verschiedene Datenformate, wie können Daten konvertiert werden, welche Visualisierungsformen bilden sich optimal ab mit den bestimmten Datentypen. Und jetzt im vierten Schritt werden wir das Ganze mal praktisch an einem Beispiel durchspielen. Es geht also darum, eine Visualisierung zuerst mal für die Visualisierung die Daten auszuwählen. Danach werden wir die Daten etwas bereinigen, das aufräumen. Dann schauen wir mal, welche Visualisierungsart da in die Frage käme für diese Daten. Wir müssen dann entsprechend die Daten etwas anpassen, dass sie für diesen Code-Snippet auch passen. Beim Code selber müssen wir auch noch ein paar Anpassungen vornehmen. Vielleicht gibt es noch ein paar Fehler, wo wir flicken müssen. Und dann haben wir unsere eigenen Daten visualisiert. Dann mal los geht's. Dieses Mal gehen wir mal nicht auf Open Data Swiss, sondern suchen uns mal spannende Daten auf der BFS-Website, Bundesamt für Statistik. Die haben immer wieder interessante Statistiken. Wenn es beispielsweise ums Bevölkerungswachstum geht, kann man schauen, wie wird sich die Schweiz in die Zukunft entwickeln, wie viele Einwohner werden wir künftig hier in der Schweiz haben. Also gehen wir dazu mal auf die zukünftige Entwicklung und können schauen, ja, was gibt es da für Szenarien, wie könnte beispielsweise die Bevölkerung in den Kantonen sich entwickeln. Da gibt es schon mal ein paar Anhaltspunkte, aber wieso nicht diese Zahlen etwas spannender darstellen? Wäre doch toll. Also dazu suchen wir die entsprechenden Datenfiles. Es ist gar nicht so einfach bei so einem Berg von Daten. In dem Sinn müssen wir da etwas rumscrollen, bis die richtige Tabelle zum Erforschen kommt. Wir wollen jetzt in diesem Fall mal schauen, wie sich die Bevölkerung in den Kanton entwickelt. Also gehen wir da auf die ständige Wohnbevölkerung nach Kanton gemäß drei Szenarien, laden uns die Tabelle runter und dort haben wir die entsprechenden Informationen. Dann gehen wir auf In Ordner anzeigen, können da wie gesagt schon die Dateien jeweils direkt im LibreOffice auftun, weil das eignet sich besser, um die Daten editieren zu können. Da sehen wir jetzt diese Übersicht von allen Kantonen und der Schweiz als Gesamtes und dann horizontal entsprechend die Jahre. Das tönt doch schon mal ganz spannend. Damit wir damit arbeiten können, müssen wir nun als nächstes die Daten etwas bereinigen. Das machen wir so, dass wir einfach mal das Unwichtige rausschmeißen. Wir schmeißen dann mal ein paar Zeilen raus und uns interessieren auch nur die großen Kantone. Zürich und Bern und wollen deshalb mal in diesem Fall die anderen Kantone auslassen. Tut mir leid, sorry, lieber Luzerner. Wir nehmen jetzt also diese zwei Kantone und die Schweiz und werden die Daten entsprechend exportieren als CSV-Datei, damit wir entsprechend auch die Daten dann gut einlesen können in dieses D3JS-Snippet, das wir dann noch suchen werden. Gut, wir nennen das Ding mal anders, Bevölkerungswachstum. Speichern das und jetzt können wir noch angeben, welchen Format die einzelnen Datenstrings haben. Da ist immer am besten, wenn man Unicode nimmt, UTF-8, das geht praktisch überall und alles andere können wir so belassen. Gibt noch eine kleine Warnung, weil wir da noch andere Szenarien hätten, eben ein hohes Szenario, ein tiefes Szenario. Wir nehmen das Referenzszenario der Bevölkerungswachstum. So. Jetzt die Bereinigung geht noch ein bisschen weiter. Wir werden jetzt schauen, das CSV-File, das wir jetzt hier haben, sieht zwar toll aus, aber wenn wir es jetzt beispielsweise in Brackets öffnen, die Datei, werden wir sehen, dass es noch nicht ganz optimal ist, um wirklich damit arbeiten zu können. Wir sehen hier beispielsweise bei den Zahlen hat es entsprechend so Hochkomma. Das ist nicht gut. Das wird dann JSON und JavaScript keine Freude haben. Deshalb gehen wir auf Search and Replace, suchen mal nach diesen Dingen und löschen die mal alle weg. So. Und was auch nicht gut ist, diese Zwischenräume, die brauchen wir auch nicht. Suchen wir mal nach den Zwischenräumen. Da ist es markiert. Auch die wollen wir replace mit nix. Also löschen wir die raus. So, jetzt haben wir das Ding mal bereinigt. Wir speichern es und können es dann später dann weiter bearbeiten. Jetzt ist es mal bereinigt.
Jetzt kommt der spaßige Part, die Visualisierungsart auszuwählen. Das wird in dem Sinn immer wieder eine Freude sein für euch, wenn ihr das machen dürft, weil, wie ihr schon wisst, gibt es ja ganz viele Arten von D3-Snippets. Wir kennen jetzt schon ein paar einschlägige Websites. Eben die ganze Website von Mike Bostock ist sicher toll, wenn man die sich etwas verinnerlicht. Was der schon Tolles macht, der macht wirklich jede Woche kommen da neue Visualisierungen dazu. Oder eben auch die Visualisierung von dem Christoph Vio. Also ist das die falsche Seite, aber ihr kennt sie aus den frühen Videos. Ich habe jetzt schon etwas gegoogelt und eine tolle Visualisierung gefunden. Und zwar ein sogenanntes D3 Showreel. Da sieht man quasi eine kleine Demo, was D3 alles Tolles für Visualisierungstypen kennt. Hier haben wir vier Firmen, Microsoft, IBM, Amazon und Apple, wie die da entsprechend die Daten dargestellt kriegen, also die Börsenkurse, das ist doch ganz lustig. Wenn wir jetzt ein Snippet gefunden haben, was machen wir als erstes? Wir schauen uns mal an, wie ist dieser Code aufgebaut. Typischerweise habt ihr bei D3 immer mindestens ein HTML-File, wo quasi der Code drin ist. Je nachdem kommen dann noch JavaScript-Files dazu. Irgendwo wird eben das D3.js eingebunden, entweder lokal oder hier ist es eben remote über die URL. Und das ist jetzt der ganze Code, nicht ganz kurz, weil es sind immerhin etwa ein halbes Dutzend verschiedene Visualisierungen da ineinander gepackt. Und was hier jetzt auch noch kommt, ist das ganze Stocks.csv, also dort das File, wo die Daten selber drin sind. Die geben quasi vor, wie müssen unsere Daten aussehen, damit wir sie hier einbauen können. Somit müssen wir jetzt als nächstes auch entsprechend unsere Daten etwas anpassen. Wenn wir die mal öffnen mit dem LibreOffice, das geht jetzt alles gut. Zeichensatz stimmt, Komma passt. Okay, öffnen das Ding mal. Haben wir hier zwar die Daten alle vorhanden, aber ihr seht, wir brauchen die Daten in einem anderen Format. Und zwar ist es hier, die erste Spalte zeichnet aus, um welche Firma oder bei uns um welche Region geht es. Die zweite Spalte ist das Datum, das Jahr. Und die dritte Spalte ist da hier der Preis. Bei uns wäre es entsprechend das Bevölkerungswachstum oder die Bevölkerungszahl. Gut, dann bauen wir mal unsere Tabelle etwas um. Da gibt es ein paar Tipps, Tricks, die wir da anwenden müssen. Also zuerst müssen wir da mal etwas Platz schaffen. Voilà, fügen wir ein paar Zellen ein. Dann wissen wir, in der ersten Spalte kommt das Symbol oder bei uns jetzt sagen wir dem Region. Das wird dann entsprechend die Schweiz sein. In der zweiten Spalte kommen die Jahre. Die Jahre sind bei uns horizontal, hier in der Tabelle sind sie vertikal. Dazu hilft uns LibreOffice sehr. Wir können einfach hier entsprechend die Zeile auswählen und dann entsprechend ausschneiden. Und jetzt beim Einfügen drücken wir Inhalt einfügen und haben da die Möglichkeit noch die Zelle transponieren anzuklicken, weil transponieren wechselt dann Zellen, also die Spalten zu Zeilen und die Zeilen zu Spalten. Voilà, hier passiert genau das. Also das ist jetzt der Wert in diesem Format, den wir brauchen. Wir nehmen hier die Schweiz, kopieren die Schweiz, es wiederholt sich da. Voilà. Und in der dritten Spalte kommt entsprechend das Bevölkerungswachstum. Da können wir jetzt gleich alle drei Spalten aufs Mal nehmen. Voilà. Wir schneiden das aus. Gehen oben hin, sagen wiederum Inhalte einfügen, Spezial. Lassen dieses Transportieren-Häkchen sein. Und so sind entsprechend die Bevölkerungswachstum ist dann auch vertikal. Also wie gesagt, in der ersten Spalte die Bezeichnung der Region, in der zweiten Spalte quasi das Jahr, das ist gleich bei Zürich und auch bei Bern.
müssen das da am richtigen Ort einfügen. Diese Inhalte kopieren wir darunter. Und das noch. Das wäre noch Bern. Hier haben wir noch die Zahlen aus Zürich, unserem Konkurrenzkanton. Und da noch unsere schönen Berner Zahlen. Wie viele tolle Berner gibt es denn da? Und dann benennen wir noch die Spalten richtig: Jahr und Bevölkerung. So, das CSV ist soweit bereit. Im gleichen Format wie eben auch die Daten vom Code Snippet. Und deshalb können wir das schnell so abspeichern. Wir schließen die Datei wieder und schauen uns jetzt an, wie wir weitergehen. Wir müssen als nächstes nämlich den Script-Code kopieren. Das ist schneller gesagt als getan, weil es so viel Code ist. Schreckt, lasst euch nicht abschrecken, das ist ein ziemlich langes Beispiel, kann man sagen. Es ist auch nicht jetzt ein wahnsinnig vorbildliches Beispiel, wenn ihr das anschaut, müsstet ihr erkennen, eigentlich sollte hier etwas anderes stehen als Meta und Style und so weiter. Aber lassen wir das mal gerade sein. Wir öffnen nun den Brackets wieder. Und hier machen wir vielleicht am besten das so, dass wir eine leere Datei erstellen. Wir erstellen eine index.html-Datei hier. So, und dann öffnen wir diese Datei mit Brackets. Entsprechend werden wir dann auch gleich am richtigen Ort die Daten haben, die wir nachher brauchen, um zum darzustellen zu können. Voilà, jetzt haben wir da den Ordner Downloads. Schließen wir mal, dass es kein Durcheinander gibt. Und fügen jetzt hier diesen Text ein, den wir kopieren. Voilà, das wäre das ganze Script Snippet, das wir da haben. Und jetzt können wir mal schauen, wie das aussieht oben. Genau. Jetzt muss man nicht Zeile für Zeile verstehen, aber man muss verstehen, was passiert ungefähr wo. Und das ist eben sehr wichtig, damit man dann weiß, was muss man allenfalls anpassen. Nachdem wir jetzt nun die Daten transformiert haben, kommt jetzt der Schritt 5, das Code Snippet anpassen. Bei diesem Schritt geht es so, dass wir uns mal ein bisschen in den Code einlesen müssen. Mal schauen, mal ein bisschen verstehen, was da passiert. Da gibt es verschiedene Variablen gesetzt. Wenn die Farben bestimmen, wird das SVG Canvas wird da definiert. Es gibt einen entsprechenden ersten Liniengenerator und so weiter. Da passiert auch so einiges. Und hier sieht man d3.csv. Da wird das Stocks-CSV-File eingelesen. Wenn es jetzt sehr viel länger gewesen wäre, hätte man auch suchen können nach CSV, aber jetzt haben wir es schon gefunden. Okay, unser Ding heißt jetzt nicht mehr Stocks, sondern Bevölkerungswachstum. Also passen wir das mal an und speichern das. Und ja, sind einfach mal so naiv und denken, okay, jetzt könnte das bereits klappen. Wenn man jetzt in Brackets etwas mal anschauen will, dann geht man auf File und dann auf Live Preview. Und bei der Live Preview startet Brackets im Hintergrund ein kleiner Server und der kann dann auch entsprechend die JavaScript-Befehle ausführen, so wie wir sie brauchen. Also startet da im Hintergrund das Ding. Wir sehen da das Drehen und Drehen. Und wenn dann fertig gedreht ist, weiß man, irgendwas ist schief gelaufen, weil es ist immer noch alles weiß. Was tut man dann? F12 drücken natürlich und man geht mal auf die Konsole und schaut nach, aha, hier ist irgendwas, hat einen Fehler gegeben, Uncode Reference Error, D3 is not defined, auf der Linie 29. Was steht auf der Linie 29? Wir können es auch hier nachschlagen. Da wird D3 das erste Mal aufgerufen, also irgendwas
der kennt D3 noch nicht. Kein Wunder, da oben, wenn wir mal schauen, wie ist D3 eingebunden, da stimmt doch was nicht. Da wurde irgendwie Source D3 und dann, aber da fehlt ja noch ein HTTP. Also machen wir es mal da rein, sichern das Ding und machen da mal ein Update. Schauen nochmal an, Live Preview und sehen uns an, was sieht es jetzt auch immer noch nicht viel besser. F12, aha, kommen schon viel mehr Fehler. Meldungen ist ja auch noch interessant. Wir haben hier entsprechend viele weitere Fehlermeldungen, die da aufgetaucht sind. Und jetzt, wie ihr gemerkt habt, sind wir mitten im Debugging. Das Debugging ist ein wichtiger Teil von Code Snippets anpassen, weil das entsprechend natürlich auch nötig ist. Ihr seht jetzt also, wo kommen die Fehler vor. Einerseits mal in der D3-Bibliothek selber, gehen wir jetzt mal davon aus, es ist kein D3-Fehler von sich, sondern wahrscheinlich eher etwas in meinem Script. Also drücke ich da mal drauf. Was haben wir da für eine Fehlerquelle? Das wäre die Zeile 69. Und die Zeile 69 an der Spalte 45, was macht er da genau? Überlegen wir uns mal, er parst die Daten und Zahlen. Gut, jetzt müssen wir wissen, wie sehen unsere Daten aus und wie haben die Daten ursprünglich ausgesehen. Gehen wir also nochmal auf das Showreel und scrollen da runter, so wie die Daten ursprünglich ausgesehen haben. Und jetzt öffnen wir nochmal unsere eigenen Daten und schauen da entsprechend, wie könnte da ein Fehler entstanden sein. Open with brackets, okay. Jetzt, was auffällt, wir haben einerseits zwar schon das Datum hier in der zweiten Spalte, das stimmt, aber ihr seht, hier ist noch Januar und ein Leerschlag und dann Jahr 2000, dann Februar, Leerschlag 2000. Und bei uns ist immer gerade direkt die Jahreszahl. Also könnte es daran liegen, dass entsprechend auf der Zeile 69, wo wir da waren, werden ja die Daten, wird das Datum geparscht und das Datum wird nicht eben nur als Jahr geparscht, sondern eben auch mit einem bestimmten Format. Und das Datum hier kommt, dieser Wert kommt ursprünglich von weiter oben. Und dann schauen wir mal, wo ist das Datum definiert. Aha, da kommt der Parser ins Spiel und beim Parser selber wird auch schon das Datum geparst. Also, und da müssen wir schauen, zuerst Dollar, also das Prozent B und Prozent Y, das ist eben das Jahr und der Monat. Und da müssen wir ein bisschen anpassen. Wir haben nur das Jahr, also löschen wir mal diesen Monatsabkürzung raus. Speichern das Ding und schicken es nochmal in die Live Preview. In der Live Preview warten wir mal wieder eine Runde, drücken F12, weil immer noch nichts passiert. Und schauen uns die Konsole an. Naja, noch nicht ganz optimal. Also das Datum ist immer noch nicht richtig. Wir müssen also weitersuchen. Ja, nun könnte es daran liegen, dass ursprünglich im File gar nicht tatsächlich die Titel anders waren. Also wir haben jetzt gesehen, der Fehler passiert immer noch am gleichen Ort. Das war nicht die Lösung, was wir vorhin geflickt haben. Also müssen wir entsprechend weitersuchen und haben dort gesehen, jetzt werden beim Parsen werden gleichzeitig auch noch die verschiedenen Überschriften gewählt. Und bei den Überschriften heißt es eben, in der ersten Spalte kommen Symbole, in der zweiten das Date und in der dritten der Preis. Und wenn es in der Fehlermeldung entsprechend die Fehlermeldung war, dass er das Datum nicht kennt, müsste es wahrscheinlich auch daran liegen, dass hier das Datum geparst wird und der Preis, obwohl wir gar nicht diese Felder haben.
was wir jetzt machen, ist ein kleiner Hack. Wir hacken uns jetzt da quasi eine Lösung zusammen. Wir gehen auf das Skript und auf die Daten und schießen jetzt ein bisschen. Wir nehmen es jetzt also gleich wie im ursprünglichen Ding, Symbol, Date und Price. Und da hätten wir entsprechend ein bisschen mehr zu tun, wenn wir das Ganze noch überall anpassen müssen. Das speichern wir so und gehen nochmal zurück in den Browser. Dort machen wir mal Reload, mal schauen, was passiert. Aha, da bewegt sich schon was. Interessant. Offenbar scheint alles geklappt zu haben. Also hier kommen die Zahlen richtig und haben entsprechend auch die richtigen Werte eingetragen. Und so haben wir eine erste kleine Visualisierung geschafft, die wir entsprechend auch mal so einfach stehen lassen können, weil ihr seht, wir haben jetzt mit bestehenden Snippets und unseren eigenen Daten die eingebaut und sehen da entsprechend die Visualisierung der Bevölkerung in den nächsten 30 Jahren. Das war's und von dem her viel Erfolg bei euren Snippets-Anpassungen.